Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Mr. Owl. I am the owner of the Rusty Lake Hotel. Oh, look, the guests are arriving. They all have their own reasons to be here. And I have my own reasons to let them stay. We will be having 5 dinners. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's going to be a wonderful week. Let's make some memories. Thank you.
So, jetzt aber. Also du warst das gestern nicht, ja, tatsächlich. Wobei die Person war auch im Chat überhaupt nicht aktiv. Ich hatte schon kurzzeitig auch meine Frau in Verdacht, aber die musste arbeiten. Aber gut, dann hat gestern jemand zugeschaut, ohne was zu hören. Das ist ja, hat dafür aber sehr lange durchgehalten. Also, ja, jetzt habe ich noch diesen komischen Stein. Jetzt kommt da wieder dieser Hase am Fenster vorbei, ne? Kann ich das mitnehmen? Nein. Rusty Lake. Okay. Gut. Oh, uns beiden geht es gut. Ich muss gerade, ist noch wer anderes drin? Nee. Ich hatte dir ja vor, ich glaube 2 Wochen ist das jetzt her, ne, dass ich dir die Mail geschrieben hatte. Da schrieb ich dir noch, oh ja, alles toll und schön und gut. Und oh, eine halbe Stunde später kriege ich einen Anruf, dass das Spiel heißt Rusty Lake Hotel. Das sind, glaube ich, 3, 4 Teile, die es gibt. Und ja, ich spiele gerade den ersten, ohne es jemals gespielt zu haben oder zu wissen, worum es eigentlich geht. Aber anscheinend wollen wir die essen. Und ja, eine halbe Stunde später bekam ich einen Anruf, dass ich zum Tiernotarzt muss, weil da sitzt mein Schwiegervater mit dem Hund. Und oh, ich sag's dir, das war eine Nacht. Also, wir mussten dann von dort in die Notfallklinik mit dem Hund, einmal durch die ganze Stadt. Da bin ich dann gefahren und da mussten wir den Hund da lassen. Und ja, also. Ja, keine 12 Stunden später, ja, war er dann tot. Das war dann nicht mehr so schön. Aber mal davon ab, geht es uns sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Der Hund ist, als der Kofferraum geöffnet wurde, schon unten rausgesprungen und leider in ein fahrendes Auto gelaufen. Also die ist da seitlich rein und ja, dann praktisch so rumgeschleudert, dass sie mit dem ganzen Rumpf gegen das Auto gedonnert ist und hatte ein durchgebrochenes Bein, was jetzt nicht das Problem war, aber auch ein Riss in der Lunge. So, und ja, das hat sie leider nicht überlebt. Ja, das war wirklich kein schöner Abend oder eine schöne Woche. Oh, du brauchst doch bestimmt ein Auge, ne? Lass dir ein Auge. Nee, du brauchst kein Auge. Gut. Jetzt bin ich ja ein bisschen ratlos. Klar, ich kann auch die eine Tür aufschließen, das ist nicht das Problem. So. Jetzt verrate mir mal. Achso, hier kriegen wir sicher noch was raus. Diese Symbole suche ich. Diese Karten sind noch da. Das war doch bestimmt bei der Eule, oder? Ich habe vergessen, welche Karte bei der Eule war. Aber behaupten wir mal, das war die. Das ist der Löwenzahn, der den Asphalt durchbricht. Löwenzahn, der den Asphalt durchbricht. Und dann probieren wir mal die beiden so. Nein. Probieren wir es mal andersrum. Oh, es macht schöne Geräusche. Ein Schlüssel. Wir haben es geschafft. Auf zum Schrank. Wo war der denn? Ich finde die Musik hier auch sehr schön. Ich habe auch die Tage,
oder die letzten Streams sehr viel Ostdrift gespielt. Das hat auch eine sehr schöne Musik. Da hing ich teilweise zum Feierabend, hab den einfach beim Hausbau zugeschaut. Herr Hase ist wieder da und konnte einfach bei der Musik wunderbar entspannen. Und nur fürs Protokoll, ich trinke hier Grüntee. Ich bin immer noch dabei, eine Kanne Grüntee am Tag zu trinken. Aber nicht mehr abends, bevor ich meine Tablette nehme, und auch morgens nicht so viel. Und manchmal auch keine Kanne, aber bald kommt Matcha-Tee. Matcha? Ja, Matcha. Bancha trinke ich gerade und Matcha kommt zukünftig. Und weg ist der Hase. Könntest du ein Auge gebrauchen? Das sieht ein bisschen eklig aus. Ich wollte doch eigentlich. Okay. Ich finde solche Spiele auch sehr schön. Also du meinst auch jetzt gerade das hier, ne? Ja, stimmt, Ostriff habe ich auch gar nicht beschrieben. Es ist halt auch so dieser Hase, ne? So schön entspannt, muss ich sagen. Wie meinst du, von welchem Gefühl her? Ich muss lernen, mir selbst besser zuzuhören, weil ich nicht mehr so sicher weiß, was ich gesagt habe. Also noch trinke ich ja Bancha. Matcha noch besser, merkst du? Achso. Also ich war jetzt neulich auch, hatte ich dir glaube ich auch geschrieben, beim Betriebsarzt. Mein Hämoglobin ist immer noch ein bisschen zu niedrig, aber schon wieder besser. Okay. Ich glaube, wir haben das Hasenfleisch, du. So. Gut. Hupala. Ein neuer Morgen. Darf ich keinen Aufzug fahren? Oh, ich darf tagsüber nicht auf die Zimmer. Okay. Den Schlüssel hätte ich gerne. Ich würde gerne mal wen anrufen. Leitung immer noch tot. Ich glaube, ich muss mal mein Handy irgendwo anders hinstellen. Ich gucke so weit runter, wenn ich dich lesen möchte. Machst du dich da ganz gut? Hupala. Ja, kann man so sagen. Ja, das glaube ich auch, dass der Wert schnell wieder normal wird. Das ich meine, die Sache beim Blutspenden ist ja auch, der Wert muss top sein, damit man nach der Spende durch den Hämoglobinmangel natürlich nicht in einem kritischen Bereich ist. Und mein Eisenwert war jetzt, oder Hämoglobinwert war jetzt, glaube ich, nicht schlecht, aber halt fürs Blutspenden zu wenig. Stehen hier ein paar Gäste rum? Ja. Was haben Sie zu sagen? Okay, ich komme heute Abend bei dir vorbei und lass dir dein Badewasser ein. So, du bist immer noch hungrig? Ja, du sollst gleich dein Essen kriegen. Ist in Ordnung. Auf in die Küche. Herr Frosch, ich hätte... Kriege ich denn die optionalen her? Nein. Hätte ich die auch aus dem Zimmer bekommen? Nein, ich möchte noch nicht kochen. Okay, hier kann ich nur kochen. Mm-hmm.
Was war das? Karotte und weiße Bohne. Okay. Okay, das Essen muss erst zubereitet werden. Das ergibt Sinn. So, du hattest dieses Symbol. Das hänge ich da schon mal rein, aber natürlich kriege ich das noch nicht. Wo kriege ich denn eine Karotte her? Ich weiß selbst noch nicht so ganz genau, was das Ziel vom Spiel ist, bis auf dass hier der Hoteldirektor Herr Eule gesagt hat, wir kriegen 5 Gäste und denen wollen wir ein Abendessen servieren, für das es sich zu sterben lohnt. Und da wir jetzt Herr Hase zum Dinner verarbeitet haben, gehe ich mal davon aus, dass wir Nacht für Nacht einen weiteren Gast verarbeiten. Okay, ich koche einfach mal, weil ich keine Ahnung habe, wo man eine Möhre herkriegt. Ich guck mal beim nächsten Zimmer, ob ich das auch noch irgendwie rankriege. So, schön scharf angebraten. Aber sie werden nicht so begeistert sein, ne? Es fehlt. Aha. Das Wildschwein nickt. Ein kleiner Applaus. Er könnte aber größer. Ja, ein Stern. Na gut, es fehlte die Möhre. Das war eine wirklich schnelle Einblendung. So, wen besuchen wir denn jetzt? Die Taube, ne? Wir sollen der Taube ein Bad einlassen. So. Küche ist. Ja, okay. Wenn wir jetzt zu Frau Taube gehen, dann brauchen wir noch. Nö, ich hätte gern eigentlich. Brombeeren und Kartoffeln. Okay. Hoppala. Have a look in my pocket. Will ich das sehen? Eine Möhre, du glaubst es nicht. Warum kommst du damit jetzt? Oh, die Lampe geht an. Ran kriegen wir immer noch keinen. Okay, hier ist. Oh ja, gekochte Taube. Oder ja, doch, das klingt doch gut. So. Gut, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hast du vielleicht eine Tomate? Kartoffel, Entschuldigung. Oh ja, keine Kartoffel. So, dann lass uns mal schauen. In die 2. Nochmal. Ins Private darf ich wahrscheinlich immer noch nicht. Okay. Wer wohnt denn hier? Oh, tatsächlich. Frau Taube. Ich guck noch mal, aber vorher eine Etage runter, ob man hier vielleicht Kartoffel und ich weiß nicht mehr, was es war. Das sind jetzt aber nur die Zimmer. Zimmer 1, Zimmer 3, Zimmer 2. Gut, wir helfen Frau Taube bei ihrem Bad. Ich glaube, so auf dem Dorf geht das auch mit den Täubchen, ne?
Also da findet man sie wahrscheinlich noch süß. Hier bei uns im Dorf, gut, ich sag mal, wir liegen natürlich ein bisschen außerhalb. Da geht es auch mit den Tauben, aber so in der Stadt hat man schon eher das Gefühl, dass sie eine Plage sind. Aber eigentlich, ja, so ein einzelnes Taubenpärchen, damit könnte ich auch gut leben. Wir besuchen mal Frau Taube. Oh, ich wusste nicht, dass sie schon in der Taube, in der Badewanne sind. So, schauen wir uns erstmal um. Eine Menge Elektrik. Hier ein Code, um was einzustellen. Ein Badefilter. Ja, ich darf übrigens auch nicht raus ohne etwas Fleisch. Also, okay, okay. Okay, hier kann ich noch nichts machen. Gut, das ist soweit das Zimmer. Dann spreche ich sie doch erstmal an. Hallo. Get me some corn. Okay. Nicht sehr höflich. Also, vielleicht erstmal einen guten Abend oder... Ja, die Tauben hier sind auch eher dicke Hühner. So, was haben wir denn hier? Der Schalter will noch nicht so richtig. Okay. Echt? Die fliegen weg? Nee, nee, so paranoid sind die hier nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Magnet. Okay, okay. Was? Okay. Entschuldigung, das zum Thema, ich muss mir selbst zuhören. Was ist echt nicht? Ja, also ich sag mal, die Tauben sind hier teilweise unter den Brücken natürlich sehr gern. Und wenn da der Gehweg längs geht, hat man manchmal so richtig große Kotfleckenbereiche. Da gehe ich auch nie durch, weil ich mir denke, da kriege ich nur was ab. Okay, hier kann ich was einstellen. Ach so, ja, nee, die fliegen teilweise echt nicht weg. Also so gerade wenn du in der Stadt auf einer Bank sitzt oder so, dann kommen sie vielleicht eher noch zu dir ran, in der Hoffnung, dass du ihnen vielleicht was abgibst. Also gut, so sind die Tauben bei euch ein bisschen schüchterner. So. Okay. Viereck plus Dreieck ist 5. Das heißt, 1 muss eine 3 sein und 1 muss eine 1 sein. Sie hat übrigens das rote Wappen. Ach, hier habe ich noch gar nicht reingeguckt, ne? Was ist das hier? Ein Schlüssel. Okay. Der Würfel dreht sich. Gut. Ja, bei uns kommen dicke Vögel nicht ans Vogelfutter ran. Wir haben hier so ein kleines Hüttchen, was wirklich sehr klein ist. Da passen Blaumeisen rein oder vielleicht noch Rotkehlchen. Und insofern haben wir nur netten Besuch auf dem Balkon.
Oh, sie wollte doch ein bisschen Korn haben. Achso, können wir vielleicht Musik anmachen? Ah, hier ist noch ein fehlendes Blatt. Bringen wir der guten Taube doch erstmal etwas zum Naschen in der Wanne. Grünfinken? Von Grünfinken habe ich noch gar nichts gehört. Ich kenne mich aber auch nicht so gut mit Vögeln aus. Guten Appetit. Ist schön auf. Wir brauchen gefülltes Geflügel. Ich kann abdecken. Bitte sehr, Ma'am. Wir hatten neulich auch eine Amsel, die wollte das probieren, an dieses Vogelhäuschen zu kommen. Und die saß dann auf unserer Balkonbrüstung und hüpfte hier und hüpfte da und guckte. Aber es wollte irgendwie alles nicht klappen. Und ja, dann hat sie uns noch auf die Brüstung gekackt und ist beleidigt weggeflogen. Fand sie nicht so. So, das ist ein gekipptes M. Und ich würde mal sagen, das ist das Radio. So, das heißt, es geht hier los. Geht hoch. Einen runter. Wieder ein hoch. Huch. Und noch ein Schlüssel. Sehr schön. Ja, ich glaube, die wird gleich wirklich gekocht. Ich befürchte es auch. Hatten wir hier schon mal drauf geguckt? Ach ja, hier konnte man nichts machen. Wir schauen sie uns nochmal an, wie sie ganz friedlich das Bad genießt. Noch. Ich freue mich übrigens sehr, dass du da bist. So macht das gleich nochmal mehr Spaß. So. Brauchte ich hier einen Schlüssel? Nein, ne? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Achso, ich wollte noch. Wo war das denn jetzt? Da? Ich würde sagen, dahin? Ja. Jetzt würde ich mal probieren. Ich brauche mal einen Notizzettel. So. Das Viereck oder das Dreieck ist eine 1 beziehungsweise eine 3. Das hier ist jetzt noch nicht so eindeutig. Ja, Kreis plus Dreieck macht 4, also ist eins von beiden eine 1 und eins eine 3. Irgendwas minus dem Strudel ergibt 2. So, jetzt. Ah, das Dreieck muss natürlich die 1 sein. Ich rede voll den Stuss. Weil sonst hätten wir ja 1 plus 3 plus 3 und das wäre 7. Also du bist die 3. Du bist die 1. Zum Glück habe ich mir mittlerweile antrainiert, bisher mit links zu schreiben. Dadurch kann ich jetzt mit der rechten Hand die Maus bedienen und mit der linken mir Notizen machen.
So, und jetzt habe ich vergessen, da noch zu gucken. Dreieck war 3, das heißt, der Strudel ist eine 6. Und dann hatten wir noch... Ach nee, das andere Bild war ja da. Entschuldigung. Und irgendwas minus 6 ergibt eine 2. Das heißt, das S ist eine 8. So, dann gehen wir jetzt zu dieser gruseligen Kammer. Du bist eine 8, du bist eine 6, das Dreieck ist eine 1 und du bist eine 3. Huch, war das falsch? Habe ich mich verrechnet? Ach nee. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Okay. Entschuldigung! Entschuldigung! Also gut kann ich auch nicht mit links schreiben. Warte mal, lass mich mal kurz... Alt umschalt P war das, glaube ich. Nein, war es nicht. Nein, ach so, ich wollte hierhin, Entschuldigung. Wenn ich mit links schreibe, so sieht das gerade aus. Nur, ich habe mir bei der Arbeit angewöhnt, öfter mal mit links die Maus zu bedienen. Einfach, weil es auch mal angenehmer ist. Und ich habe am Anfang richtig gemerkt, wie meine Gehirnwindungen verkrampft sind und echt arg Schwierigkeiten damit hatten, die linke Hand so zu kontrollieren. Und mittlerweile geht's so, dass ich zumindest nicht mehr das Gefühl habe, dass ich gleich Kopfschmerzen kriege, wenn ich mit links weitermache. So, es tut mir leid, ich werde es noch einmal brutzeln, bevor ich es befreie. Es tut mir leid. Warte mal, irgendwas war doch hier mit... Bevor ich es jetzt rauslasse... Hier was Ausgefülltes, da was Leeres. Aber wir haben hier gar keine Anzeige, ne? Nee. Ich hol dich mal da raus. Passt der Schlüssel jetzt nicht? Doch. Oh Gott. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte das auch mal, wir haben ja eine Betriebssporthalle, da können wir immer dienstags hin. Und also wir haben einfach die Halle gemietet, ja. Und da haben wir einfach mal so dann Übungen gemacht. Und da haben wir dann einfach mal uns gegenüber hingestellt und mit links den Tennisball zum Partner geworfen. Oder ist zumindest probiert. Es klappte nicht so gut. Und da war auch wieder dieses Gefühl, dass dein Gehirn gerade im Mixer ist, nur weil du probierst, mit links etwas zu werfen. So. Kann ich noch was für sie tun, meine Gute? Okay, ich kann ihr Auge auf und zu machen. So, jetzt. Okay.
Der kleine Spatz hilft mir. Kann ich mich da reinstellen? Nein. Okay. Gut. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich kann hier nicht hingucken. Ich habe nichts im Inventar. Hier kann ich nichts machen. Oh, kann ich jetzt vielleicht das hier bedienen? Ach komm, ich kann doch was machen. Was mache ich hier genau? Ah, ich muss versuchen, den Käfer zu fangen. Okay, okay. Das heißt, ich blockiere dich mal hier. Du kannst nur... Ah, er kann da raus. Mist. Okay. Das heißt, ich mache erstmal eins hier hin. Jetzt hier eins hin. Jetzt bist du da gefangen. So, jetzt habe ich dich. Jetzt machen wir den Raum einfach immer kleiner. Ich muss es jetzt platt machen, ne? Ne, ich darf es aufnehmen. Okay. Ich dachte schon, da mache ich jetzt auch ein Dings drauf. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Käferchen? Möchtest du ein Käferchen haben? Nein. Ah, okay, okay. Ah, ich muss hier Strom produzieren. Jetzt läuft die zweite Lampe. Jetzt verstehe ich. Er hält. Hier läuft die zweite Lampe und das dritte Seil kommt von hier. Hier fehlt aber noch die eine Scheibe. Nee. Das klappt soweit, das sieht auch gut aus. Gut. Ach, hier ist die letzte Scheibe. Okay, hätte ich schon lange machen können. So, hoppala, die wollte ich nicht aufnehmen. Das sieht doch gut aus. Das ist voll der Powerkäfer. Mit denen, sowas sollten wir uns holen. Und dann, sind wir alle Energieprobleme los. Käferbetriebene Dynamos. So, jetzt... Frau Taube, ich wärme Ihnen mal ein bisschen das Badwasser an. Das sieht schon ein bisschen kalt aus. Aber nur ein bisschen kalt. Oh, ich glaube, das ist... zu heiß. So, wir haben den Taubenflügel. Click to continue. So, jetzt frage ich mal die Krähe, ob er wieder was in der Tasche hat. Huch, ich wollte ans Telefon. Immer noch tot. So. Oh, kein Weißwein. Ah!
Weißwein brauchte ich ja noch, ja. Und Thymian. Bisschen Thymian. Kann man das hier als Thymian zählen? Nein. Das hier ist auch kein Thymian, ne? Nein. Lass mich raten, du hast Hunger. Ja. Ja, wir werden noch dein Fotoshooting machen, gar keine Frage. Aber ich hätte gern ein bisschen Thymian. Hier steht auch nichts rum. Das hier oben zählt auch nicht als Thymian. Hoppala, ich wollte in die Küche. Ne, der Rabe hat's leider nicht. Hier klebt auch nichts. Ich kann auch nicht. Es gibt auch keinen Ausgang, wo ich rauskomme. Wie sieht denn der Thymian aus? Außerdem habe ich jetzt. Moment mal, ich habe Weißwein bekommen. Weißwein brauchte ich aber für die Fasanenbrust. Das ja. Muss man. Oh, man muss die wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge machen. Das heißt, man muss den Fasan nach der Taube machen, damit man den Weißwein hat. Und die Möhre hätte ich ziemlich früh bekommen können. Okay. Pilze und Rosmarin. Okay, ich glaube man hier, weil den Rotwein hält ja der gute Fasan. Das heißt, den Fasan muss man vor dem Wildschwein machen. Wo man dann allerdings die zweite Rezeptur herbekommt, weiß ich nicht. Ja, wir kochen mal. Ich glaube, man hätte da schon viel früher einsteigen müssen. Ja, ist nicht so, es tut mir leid, aber es gibt bisher einen leckeren Rucola dazu. Click to continue. So, hast du wieder was in der Tasche? Nee, nichts in der Tasche. Gut. Das heißt, was sagte ich gerade? Den Fasan vor dem Wildschwein? Und das trifft sich gut, wo auch immer wir den Thymian herkriegen, aber als nächstes ist Frau Fasan mit dem Fotoshooting dran. Hoppala, da wollte ich gar nicht hin. Die Lobby. So, sie hatte das rote Schild. Kann ich jetzt noch mal bei denen aufs Zimmer eigentlich? Nur mal so gefragt. Ich frage da für eine Bekannte. Nein, nein. War denn? Ach, die Taube war oben, ne? Entschuldigung, auf in die 2.
Okay, und wenn ich jetzt den Schlüssel von unten hole, kann ich, hoppala, dann nochmal rein? Ja, ich glaube, ich hätte auch echt Angst in diesem Hotel, wenn ich merke, dass meine Mitangekommenen zusammen mit mir essen und ja, einer dann immer verschwindet und es ausgerechnet dieses Fleisch zum Essen gibt. Das würde ich mir Sorgen machen, dass wenn dann auf der Speisekarte, dass ich dann da irgendwann draufstehe. Oh, ich kann nicht da rein. Schade, ich dachte mit dem Schlüssel geht das vielleicht. Dann hänge ich die einmal schnell wieder auf, bevor ich vergesse, welcher Schlüssel wohin gehörte und ich dann zu viele in der Hosentasche habe. So, die 5 gehörte hierhin und die 4 gehörte hierhin. So, ein Fotoshooting machen wir jetzt. Ich hoffe, du hast deine gute Kamera mit. Ich bin nur der Assistent. Es ist alles dein Werk. Ja. Gehen wir mal zu Frau Fasan. Einen schönen guten Tag. Wir sollen Fotos machen. Okay, okay. Wir schauen uns erstmal hier um für die richtige Beleuchtung, nicht? Das ist ja wichtig. Ja, ja. Lauter leere Bilder hier, ne? Ich schaue mal kurz in Ihren Nachtschrank, ob Sie da noch ein bisschen Puder haben. Feuerholz ist auch gut. Eine Lupe. Oder wie mein Prof immer sagte, eine Luppe. Und ein Pinsel. Oh, was gibt's denn bei dir zum Abendessen? Aber nicht, dass du glaubst, der Fasan überlebt jetzt, weil du gehst, ne? Also, ich glaube, das wird nichts. Da fehlt etwas. Okay, ja, das dachte ich mir, dass wir noch kein Foto machen können. Fotoreagenz. Vorhang auf für Kasperle und die Großmutti. Kasper, Kasper, hilf mir. Aber Großmutter. Großmutter, was ist denn los? Das Krokodil, das hat meinen Kuchen gegessen. Das klingt eigentlich ganz lecker. Musst du mir mal berichten. Ich probiere tatsächlich heute das sogar das erste Mal aufzunehmen. Und also parallel aufzunehmen, dann berichte ich dir und man könnte es sogar theoretisch noch nachschauen, vielleicht, wenn ich es hinkriege, vielleicht aber auch nicht. Es hat mich aber auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst. Also jetzt gucke ich aufs Handy, als würdest du mich da sehen. Nein, du siehst mich natürlich hier oben. Freut mich sehr, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Allerdings nächste Woche wird das, glaube ich, mit dem Stream nichts. Und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Da weiß ich noch nicht, also richtig wegfahren tun wir nicht. Vielleicht ein paar Tage in den Harz. Und ja, aber ob ich da zum Stream komme, weiß ich nicht, weil wir halt auch dann Tagesausflüge machen. Auf jeden Fall, genieß dein Essen. Berichte mir davon, wie es war und schick mir das Rezept, wenn es lecker war. Und dann lesen, sehen wir, hören wir uns später. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen mit Großmutterli und Kasperle. Großmutterli,
Kasperle. Ja, wir schreiben uns auch. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Großmutter, Großmutter. Kasperle. So, eine Uhr. Muss man bestimmt eine Uhrzeit einstellen? Was haben wir denn hier? Nichts. Eine Trockenglasplatte, da muss sicherlich das Foto drauf. Sie hat... Ja, dankeschön, dir auch. So, sie hat auf jeden Fall das orange Ruderboot. Das Rusty Lake Theater präsentiert am 8. August. The Memoirs of the Lake. Okay. Oh, guck mal. Frau Fasan spielt, Frau Fasan spielt, Frau Fasan spielt. Achso, ich war hier noch gar nicht fertig. Da kann dann das Foto rein. Die kann ich ja auch wieder... Ah, okay. Damit muss ich wahrscheinlich ein Liedchen spielen. Klingt ein bisschen wie eine Türklingel. Gut. Lady in Blue, Mr. Crowell, Mr. O. Okay. Zwei Schlüssel gibt es wieder. Hat sich die Uhrzeit geändert? Oh, ja. Ah, okay. Kasperle sagt 10 vor 10. Oder ist hier schon ein entwickeltes Foto drauf? Muss man sowas abpinseln? Ich habe noch nie ein Foto entwickelt. Okay, jetzt habe ich eine nasse Glasplatte. Kann ich die hier einfach zum Trocknen reinnehmen? Oh, ein Schlüssel. Sie ist noch nicht fertig, natürlich nicht. Entschuldigen Sie, Miss Fasan. Ich habe auch ganz vergessen, dass hier natürlich... Okay, wir brauchen noch Farbe. Ein Schlüssel habe ich jetzt. Achso, hier kann man vielleicht nochmal gucken. Hier haben wir wieder ein paar Formen. Achso, vielleicht passt der Schlüssel ja hier. Locked. Okay. Das hier ist alles ausgeräumt. Gut. Jetzt war hier ja Lady in Blue, Mr. Crowell, Mr. O. Lady in Blue hätten wir gern. Das Kreuz. Okay.
Ah, okay, damit mache ich es weg. Kann man zählen lassen, ne? Oh, das Lichtlein geht an. Okay, okay. Jetzt. Kasperle, Kasperle. Was ist denn, Großmutter? Hochziehen kann ich die nicht. Eine Lupe. Hat der Kasperle mal mit Feuer gespielt? Nein. So, da habe ich das Fotopapier und die Uhr. Ach so, was mir gerade auffällt, das sind ja zwei Türen. Das heißt, eine würde ich ja aufkriegen. Ein Hut. Ihr Hut, Miss. Jetzt ist auch die zweite Lampe an. Jetzt sind wir bereit fürs Foto. Ein hübsches Bild. Kreis, Dreieck, S. Also muss ich das noch rausnehmen? Ja. Kreis, Dreieck, S. Oh, eine schöne Maske. Ah, okay, ich muss immer... Ja, ich verstehe, ich verstehe. Kann ich das irgendwo hinhängen? Ja. Macht sich doch ganz hübsch. Meine Gute, würden Sie einmal die hier aufsetzen? Sehr schön. Mr. Crow sind zwei Striche nach unten. Dann machen wir hier einen Strich runter und hier einen Strich runter. Und beide Lämpchen brennen. Eine Fotoscheibe eingezogen und ein Foto. Sehr schön. Kann ich das jetzt noch ins Entwicklungsbad legen? Nee. Das Thema ist durch. Oh, guck mal, da ist eine Uhr. Halb drei. Hoppala. Nicht ganz getroffen. Tick, tack. Oh, ich hoffe, das hört man nicht zu sehr im Mikrofon. Was ist das? Small Rolling Pin, okay. Uhrzeiten kann ich jetzt nicht mehr verstellen. Aber hatte die gute... Ach ja, die hatte diesen Hinweis hier. Okay. Das Foto ist fest, das bleibt so. Sehr schön. Fliegt mein kleiner Hut. Nein, nicht wirklich. Hätte ich damit nur mal von der Theorie her
Ah, damit kann ich mir die angucken, falls meine Augen zu schlecht sind. Sicherlich auch. Ja, okay. So, jetzt brauchen wir noch die Eule. Verschlossen. Ach, natürlich. Die Rolle für die Großmutter? Ja. Gib's ihm. Gib's ihm. Und nein, gib's ihm nicht. Kasperl, das ist nicht sehr gesund. Sowas. Böser Junge. Böser. Böser, böser Junge. Nee. Aua. Nee. Aua. Nee. Oh Gott. Dieses Spiel ist schon ein bisschen gestört. Was habe ich da jetzt? Eine kleine Fackel. Okay. Mir wäre gar nicht aufgefallen. Kann ich den Hut zurückpacken? Nein. Was soll ich denn hier mit einer kleinen Fackel? Das kann man problemlos tauschen. Okay. Ich hätte ja auch gesagt, die soll man anzünden, aber man kann nur eine Sache auf einmal anklicken. Hier war ich auch schon. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so ein Foto mache? Ah, sie ist dann noch nicht fertig. Okay. Das ist auch da unten die Fotokabine. Das hilft alles nichts. Das hier habe ich erledigt. Nein. Boah, ich muss mich mal ein Ründchen. Habe ich schon wieder irgendwas übersehen? Ich meine, hier ist noch die Musik, aber da wüsste ich nicht. Wäre hier irgendwo ein Indiz auf die Spieluhr? Die Uhr ist durch. Huch! Oh!
Wir haben Thymian. Okay. Das heißt, das konnte ich im Zimmer finden. Lass mich mal ganz kurz was schauen. Ja, das geht. Bin ich noch gut im Bilde. Gut. Großmutti haut nicht mehr. Okay. Hier ist kein Indiz auf die Spieluhr. Ich kann nur Masken tauschen. Ich dachte gerade, das hier wäre irgendwas, ist es aber auch nicht. Hier ist ja noch der Zettel. Ja. Ich stehe ziemlich auf dem Schlauch. Kann ich auch nicht wieder hochfahren. Ich weiß gar nicht, was die Eule war. Doch ein W. Ein Werner. Ja, nicht ganz getroffen. Hoppala. So, die Lampe leuchtet, aber die Kopfbedeckung ist halt noch nicht das Richtige. Locked. Sie ist noch nicht ready, ne? Ja. Gut. Ich check es noch nicht. Irgendwas werde ich hier doch wohl anzünden können, oder?
So, ich habe jetzt so einen Verdacht, es gibt ab und an mal Spiele, da braucht man tatsächlich irgendwie so ein absolutes Gehör, um die Hintergrundmusik praktisch hier darzustellen. Aber das wage ich irgendwie oder ja, manchmal ist es das. Das finde ich echt kacke, weil ich bin sehr unmusikalisch. Irgendwas auf dem Papier? Nee, die Punkte sehen alle gleich aus. Wie viel hat das? 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt halt überhaupt nicht damit zusammen. Hier entdecke ich nichts in der Art. Ich weiß halt auch nicht, wo die kleine Fackel hin soll. Unter den Tisch kann man nicht gucken. Wir hatten die Uhrzeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass da drin vielleicht was ist, aber da kommen wir ja auch nicht ran. Und da ist auch nichts drin. Ich würde sonst mal, es gibt ja hier das Walkthrough, ah, jetzt geht's ins Internet. Ja, jetzt komme ich da auf eine Videoseite. Herrlich. Gut, da geht's weiter. Continue. Ja. Okay, warum auch? Immer. Okay, wie man das jetzt hätte rauskriegen sollen, weiß ich nicht. So, Mr. Eule ist anwesend. Beide Lampen leuchten. Sehr schön. Okay.
Ah, da haben wir jetzt den Hinweis. Das heißt, es geht so hoch bis ein drüber, dann bis ein drüber, dann ganz hoch und mit einem kleinen Sprung runter. Okay. Es geht fast ganz hoch, dann ein bisschen runter, dann wieder hoch und zwei hin. Und der Schlüssel fürs Kästchen. Habe ich das nicht eingepackt? Ah, okay, so funktioniert's. Ja. Entschuldigung. Frau Fasan, auf einen Schuss. So war das nicht gemeint. Aber Ihre Bilder sehen fürchterlich aus. Ich soll ein Foto davon, natürlich. Auch davon mache ich ein Foto. Ja. Zumindest die erste, die wir nicht umgebracht haben. So. Zimmerschlüssel 3. Hast du wieder was in der Tasche? Nein. Kann man telefonieren? Nein. Bisschen Rotwein haben wir schon mal. Gut, gut. Ja, ich denke mal, achso, ich gehe noch einmal ans Brettchen hier. Sie hatte das Ruderboot. Auf in die Küche. Ja. Oh, ein Drei-Sterne-Menü. Ey! Viel besser, richtig? Ja, viel besser. So, dann müssen wir jetzt zu Herr Wildschwein, richtig? Denn dafür. Ja, haben wir den Rotwein? Die Eins bitte, mein Bester. Hat man nicht vielleicht auch als Angestellter Angst, dass man hier irgendwann gegessen wird? Das ist das falsche Zimmer. War da gerade was? Ja. Ich sehe schon. Na, was ist mit dir? Ein Sandwich. Natürlich.
Okay. Schauen wir uns mal um. Ein paar Kreise. Hier kommen wir raus. Noch mehr Kreise. Drei Äffchen. Eine Blume, eine Pflanze, ein Brief. Was ist das? Opium. Ach, das ist eine Mohnblume. Ah, Herr Wildschwein, wir sollten aber mal über Ihre Dings reden. So, er hat den dunklen Wald. Dear Mr. Ambassador, I was informed by our mutual friend about your addictions and anxieties. I want to invite you to Rusty Lake, our excellent mental health and fishing facility. We'll give you some rest. Okay, also der Mr. Ohl hat erfahren von den Abhängigkeiten und den Ängsten und lädt diesen guten Mann hier ein zum Rusty Lake für die wunderbare mentale Heilung und ein bisschen Angeln und dann wird das schon alles wieder. Okay, das heißt, er wurde hergelockt dafür, die beiden Hase und Fasan mit großen Auftritten. Und die Taube, weiß ich gar nicht mehr, was da stand. So, das Blaue muss nach oben. Was haben wir? Nein, ich bin weg. Ich bin weg. Was haben wir denn hier so? Bisschen Salat. Streichhölzer wieder. Machen wir doch mal das da. Das Blaue muss nach oben. Bisschen Toilettenpapier. Der dreht sich so rum. So, eine Opiumpfeife. Okay. Wird man schon rausfinden, was es damit auf sich hat? Mein Bester, darf es ein bisschen Opium sein? Bisschen mehr Licht für den Herrn. War hier noch was drin? Nee. Bisschen Salat. Wird ein bisschen neblig hier, ne? Entschuldigung, Sie sollten vielleicht mal... Mein Guter, ich glaube, Sie übertreiben es ein bisschen. Ich glaube, das ist... Bisschen viel. Hei, hei, hei. Oh, schade, ich dachte, da kommt vielleicht die Kartoffel raus. Huch, da war doch was. Guten Tag. Ich bin auf dem Trip. Oh, danke. You know what to do. Ja, ein Sandwich machen.
Okay. Kann ich das jetzt? Nein, ne? Ein Sandwich. Ugh. Bringt das was, wenn ich die jetzt alle nach unten bringe? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kriege ich irgendwo später noch eine neue Kombi angesagt. Ja, dachte ich mir schon. Auf euch haben wir auch noch keinen Hinweis. Dein Sandwich, mein Bester. Lass dir schmecken. Okay. Okay, der Herr. Guten Tag. Nein, das will ich wirklich nicht. Ich muss mal kurz was gucken. Ich könnte mal das Licht anmachen, ne? Hey, man sieht wieder was. So. Ist da jetzt... Nein. Du willst ja nicht noch ein Sandwich, ne? Okay, okay. Du sollst auch noch ein Sandwich kriegen. Hier war nichts mehr drin, ne? Nein. Bitte sehr, noch eins. Oh nee. Das ist doch echt nicht. Brauchst du was zum Abschmieren? Ja, Brot ist wieder da. Toilettenpapier ist wieder da. Okay. Hier kann ich nichts machen. Das kennen wir schon. Hier ist jetzt wieder alles neu.
Hier fehlt das zweite Fach. 2. Nee. 1, 2, 3. Die 2, die 1, die 3, die 3, die 1, die 2, die 3. Ah, okay. Gut, ich habe den Schlüssel zu diesem Schränkchen. Too dark. Achso, die Lampe vielleicht. Sie müssen alle auf die rechte Seite. So, zwei Stück brauche ich hier. Die sind da. Zwei Stück brauche ich hier. Und die kommen dann hier. Mich würde interessieren, ich brauche ja noch die Tomaten. Ich meine, das war ja eben ein wirklich, wirklich kleiner Hinweis auf die den Thymian. Klong. So, dann nehmen wir mal das Seil ganz runter. Okay, so ist es eingerastet. Ist der Herr fertig, ja? Gut. Jetzt würde ich natürlich gern noch wissen. Nehme ich mit, gar kein Problem. Wo ich den Samen finde oder die Tomate. Vielleicht ein bisschen düngen? Abschneiden? Nein. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das ja eben auch nur zufällig entdeckt. Oh, die Nase kitzelt. Ja, das hat soweit geklappt. So, was brauche ich fürs Deer? Mushrooms. Und Rosmarin, okay. Was?
Okay. Immer noch kein Empfang. Ja. Also irgendwie hätte ich ja gesagt, die Pilze kann man hier erwarten, aber da lässt sich überhaupt nichts machen. Keine Ahnung. Auf in die Küche gibt es halt nur ein Zwei-Sterne-Menü. Fast perfekt. Weiter geht's. So, ja, ich gehe mal gucken, ob ich den Gästen helfen kann. In die Eins. Wer ist denn dann gleich noch? Ein Was-Plan? Mr. Deers Research? Er könnte Research heißen. Hotelhöhe. Okay, also er ist wohl so Architekt und so und wurde mit einem Auftrag hergelockt, das Hotel zu planen, zu vermessen. Da hätten wir schon mal einen Schlüssel. Was kann ich denn für Sie tun? Wodka? Bring me a Bloody Mary. Okay. So, du hast also deinen Opa mitgebracht, ja? Blood Wodka Tabasco Special Ingredient. Okay, ein Bild mit einer Anleitung. Kommen wir da ran. 8 Stück sollen hier rein. Kann ich noch nicht bedienen. Gut, muss ich nochmal schauen. Gucken wir uns erstmal fertig um. Da könnte noch einer zu. Ein leerer Eimer.
Okay. Was haben wir hier denn so drin? Streichhölzer wieder. Ein Eimer mit Wasser, okay. Hey, komm her. Ich habe ein Lichtlein. Jetzt haut die Nase aber voll rein. Da sagte ich gerade, ich habe immer Angst, dass ich versehentlich noch das Mikro aus habe. Und jetzt hatte ich es tatsächlich noch aus. Okay. Wie ich gerade sagte, eigentlich ein recht beliebtes Rätsel. Jetzt muss ich nur mal überlegen. So, jetzt nochmal von vorn. Ich habe insgesamt 11 Liter. Wenn ich die 5 hier reinkippe, dann habe ich hier jetzt 5, 5 und 1. Wenn ich das jetzt da reinkippe, habe ich 6. Dann kann ich das da reinkippen. Oh ne, dann habe ich nur noch 1, verdammt. Oh, was denn los mit meiner Nase hier? Wenn ich das jetzt da hinkippe, dann habe ich hier 4. Jetzt bräuchte ich noch 4 weitere. Hier habe ich jetzt 2.
Dann habe ich da glatte 6. Damit habe ich überhaupt nichts gewonnen. Sechs habe ich jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Jetzt habe ich hier 4. Da habe ich 1, da habe ich 6. Wenn ich die 6 darüber fülle, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt habe ich hier 4. Wenn ich das jetzt wieder zurückkippe, dann habe ich nichts gewonnen. Jetzt, genau, jetzt habe ich hier 2. Jetzt fülle ich das wieder auf und das da rein. 8 Deziliter Wasser. Okay. Gut, hier kann ich den Wodka destillieren? Nein. Das Wasser? Nein. So, ich muss da noch die letzte Motte fangen. Kann ich das Gläseli mitnehmen? Ach, guck mal, hier ist wieder so ein... Okay. Kann ich nicht mehr ranhängen. Ach, das sind... Okay, hier kriege ich das Dreieck ist eine 3. Gut. Das Plus. Das ist in Waage, ne? Plus ist eine 1. Und der Strudel ist eine 5. Gut. Jetzt fehlt mir allerdings noch eine Sache, oder? Ah ne, hier ist zweimal das Dreieck. 3, Strudel ist eine 5 und du bist eine 1. Ein Messer. Möchtest du ein bisschen Wodka? Nein. Okay. Hätten Sie ein bisschen Blut für mich? Danke sehr. Okay. Das Rezept war Blood Wodka Tabasco Special Ingredient. Okay. Blut Wodka
Nee, von dir braucht man sich auch nichts erhoffen, ne? Hier ist auch kein Samen versteckt. So, das ist das Muster, was ich dann tippen muss. Okay, man könnte es ja als so eine Art Soxhlet-Extraktion bezeichnen. Aber dann brauche ich auch irgendwas zum Extrahieren, ne? Irgendwas muss dann ja da rein. Okay. Wie kriege ich diese Motte? Okay. Kann ich vielleicht die Lampe klugerweise mitnehmen? Nein. Ein Moment. So, da klingelte kurz das Telefon. Hatte ich den hier schon fertig? Ja, ne? Ja, ich. Also da kann ich Tabasco ansetzen. Hier mache ich gerade eine Extraktion mit Wasser. Wobei ich einfach nicht weiß, was soll denn hier noch rein? Ich brauche die Motte, um die Kombi zu machen. Da muss ich die dann hier immer anklicken in der richtigen Reihenfolge. Und dann passiert was. Hier kann ich was pürieren. Der Schrank ist leer, richtig? Ja. An den komme ich nicht ran, das sind die. Das Thema mit der Waage ist, glaube ich, durch. Mitnehmen kann ich auch nichts. Hier ist man durch. Ja, das Messer bringt hier auch nichts mehr. Hier läuft gerade was, aber man weiß noch nicht was. Die Kühlflüssigkeit fehlt hier übrigens irgendwie. Aber gut, ich weiß nicht, seit wann es die Soxhlet-Extraktion so gibt. Mal davon ab, dass es nicht ganz nach Soxhlet aussieht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ob ich hier irgendwas gemacht habe, ne? Huch! Könnte noch mal das Gläschen hier gebrauchen.
Okay. Da haben wir den Rosmarin. War hier diesmal recht gut zu erkennen. So, es fehlt nach wie vor die Special Ingredient. Wenn ich jetzt weggehe, ist es wieder zu, ne? Ja. Was mache ich denn, Leute? Sind euch. Mach mal verlassen. Machst du das? Willst du das machen? Kann ich das so? Ich helfe mal. Was mache ich jetzt auch schon? Schrecken Sie ihn. Fliegen, nein. Komm, das ist so ran. Nein, geht's nicht. Ich habe wieder gefragt, was ich das hier. Wie komme ich an diese Mauer ran? Jetzt ist er am Haupt dran hängen. Gut. Ich bin ein bisschen gefordert. Nichts geht nicht. Bin ein bisschen verzweifelt. Also. Ich lösche gerade noch. Was ich jetzt machen muss. Ich weiß auch nicht. Das bin ich, jetzt fliegt sie weg. Ich kann ja auch nichts passieren, weil ich das dann kombinieren. Ich komme ja halt einfach wieder, oder? Naja. Kann ich vielleicht den Preis noch mit unterschreiben, oder? Sag ich, was ist einfach so kack ist oder what is in the like is that way down? Weiß ich worden? Forscher ist auch gar nicht weg, so ein Forscher, was ich auch nicht sollte. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Dann muss ich mich gerade jetzt nicht wieder irgendwas tun. Wie ist es? Na, einfach oder? Wer will es nicht komplett? Was ist das denn? Ich schätze das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie sie es machen oder sie wissen, was sie kriegen. Fahren wir nicht weiter. Ich geh mal kurz. Bin offen. So. So, ich sag mal. Soll ich einladen für. Gerade, A, flatter, flatter, gerade. War das nicht so? Verdammt. Gerade, A, flatter, flatter, gerade, gerade. Okay. Nochmal neu. Gerade, A, flatter, flatter, gerade, gerade. Ein Seed. Jetzt ergibt das doch alles Sinn. So. Deckel zu. Muss ich einmal kurz weg, damit das wächst. Ah, man muss es anklicken. Poisonous Seed. Okay. Das Ganze muss jetzt zur Vergrößerung der Oberfläche gemahlen werden. Und das Ganze kommt jetzt in die Extraktion. Sehr schön. Und damit haben wir endlich die Special Ingredient. So, der gute Herr, ihr Bloody Mary, guten Appetit.
Oder Prost oder was auch immer. Achso, ich muss dich ja noch trinken lassen. Gib ihn, das ist eine ganz gute Sorte. Mit dem feinsten Wodka. Na, nimm noch einen Schluck. Ich nehme auch gleich noch einen Schluck. Noch einen Schluck. Ja, der ist scharf, ne? Ah, ist tot. Sehr schön. Ich frage mich nur, wer jetzt zum Essen kommt. So. Jetzt wollen wir mal das essen, bevor wir vielleicht gleich tot sind. Secret Rusty Lake Cigars. Okay. Ja, dann gönnen wir uns gleich nach dem Essen eine schöne Portion, eine schöne Zigarre, ne? Das gehört sich so, habe ich gehört. Auf zu Mr. O. Die Leitung. Ja, hier bleibt wohl nichts. So, und gleich darf ich in den Keller und mich selbst durch den Fleischwolf drehen. Ja. Wie ich sehe, hat's gemundet. There we are. The last dinner. Thank you for all the memories. And Harvey. Oh, Harvey heiße ich. I'm really glad you brought the cigars. Ja, ne? The lake will be grateful. Take a look at the black cubes, would you? Nein. Auf keinen Fall werde ich hier irgendwas. Ich gucke mir hier keine. Das war nämlich hier, wenn der nicht schwarz ist und der schwarz ist. Ich wusste nicht, dass du eine Fledermaus bist. Ich hatte eher an einen Lemur gedacht. Oh, das Häschen. Aha. Okay, hab sie mir angeschaut. Warte mal, wie viele haben wir hier? Die zwei, den hier und die da.
dem anfangen. Es ist still. Dann das. Dann das. Nein. Eins. Hä? Der kommt nach dem. Es tut mir leid, ich bin zu blöd dafür. Okay, hätte ich jetzt einfach... Hoppala. Ja. The memories are not only the key to the past, but also to the future. Have a look. Okay. Natürlich, er sagte, ich soll einfach einmal gucken. Und dann guckte ich, aber kam nie wieder. Oh, ein weißer Würfel. Bist du jetzt? Sind wir das, Harvey? Keine Würfel für mich. Okay. Gut, ich sagte ja, es gibt mehrere Teile. Gut, ja, dann geht's mal in den Just Chatting Schirm.